Ja, hier vom Bundesparteitag, der ja vollkommen digital abläuft in Berlin, jetzt eine Bilanz und zwar mit dem Vorsitzenden, frisch gewählten Vorsitzenden und Spitzenkandidaten Christian Lindner der FDP. Herr Lindner, wie ist Ihre Bilanz? Es gab ja 540 Änderungsanträge, es verzögert sich jetzt noch. Wie ist das Wahlprogramm? Ist das tatsächlich tauglich, um im Wahlkampf jetzt anzugreifen? Es war ein sehr guter Parteitag. Wir haben gezeigt, dass wir in der Sache geschlossen sind, haben ein starkes Team gewählt. Unsere Strategie ist klar. Wir wollen aus der Mitte dafür sorgen, dass es in Deutschland eine Erneuerung gibt, Schwarz-Grün und Grün-Rot-Rot verhindern. Und wir haben ein gutes Programm dafür, Deutschland moderner, digitaler und freier zu machen. Wie lebendig die Partei und wie ernst sie das Programm debattiert hat, das haben Sie ja in den letzten Tagen verfolgen können. Sie haben ein Versprechen hier abgegeben, es soll, wenn Sie in die Regierung kommen, keine finanziellen Mehrbelastungen geben. Heißt das auch keine Steuererhöhung? Was genau haben Sie davor und wie wollen Sie auf einen möglichen Koalitionspartner Grüne SPD zugehen? Es gibt ja Dinge, die will man positiv gestalten. Also wir wollen mehr Verantwortung des Bundes für die Modernisierung der Bildung, weil da haben wir die Defizite gesehen. Wir haben gute Ideen fürs Klima, durch Technologie dort voranzukommen. Wir wollen Bürokratie abbauen, damit in unserem Land mehr und schneller gebaut und entwickelt wird. Aber es gibt auch Dinge, die man kritisch sieht und man sagt, das ist eine rote Linie. Ich bin sehr dafür, dass Google, Apple, Amazon und Facebook mehr Steuern zahlen. Aber das haben wir ja noch nicht erreicht. Und stattdessen sollen jetzt die mittelständischen Betriebe, wo Jobs entstehen sollen, wo investiert werden soll in den Klimaschutz, die sollen jetzt von den Grünen zur Kasse gebeten werden. Die qualifizierten Fachkräfte sollen zur Kasse gebeten werden. Das ist mit uns nicht zu machen, weil das nach einer Wirtschaftskrise auch töricht wäre, wenn es ja um die Belebung der Wirtschaft geht. In den letzten Monaten haben Sie für Ihre Oppositionsarbeit, gerade Verteidigung der Grundrechte, auch in der Pandemie, sehr viel Zuspruch erhalten. Und bei den Wählern ganz offenbar, vor allem die Umfragewerte sind sehr gut. Glauben Sie, dass nach der Pandemie das noch ein Thema ist, also die Grundrechte irgendwie bedroht werden durch andere Krisen? Es hat die Pandemie tatsächlich gezeigt, dass die FDP sehr viel sensibler als andere ist, wenn es um den Eingriff in die Bürgerrechte geht, wenn es um Freiheitsthemen geht. Unsere Mitbewerber von Union, SPD und Grünen sind da schnell mal dabei, Freiheit einzuschränken. Und ich glaube, dass dieses Thema uns in den nächsten Jahren begleiten könnte. Viele Fragen stehen an, etwa der Klimaschutz, wo es auch um Verbote etwa geht. Und wir wollen ja Klimaschutz erreichen mit Freiheit, mit Technologie, mit Marktwirtschaft, mit Veränderung, aber nicht mit Verbot. Und deshalb ist meine Prognose, dass diese Sensibilität erhalten bleibt. Und da wir auch nach der Pandemie Fragen des Hochfahrens des Landes weiter thematisieren werden, glaube ich, dass wir auch in den nächsten Monaten und Jahren gute Beiträge leisten. Hier auf dem Bundesparteitag gab es kurzzeitig Verwirrung um die Abstimmung, sozusagen Legalisierung von allen Drogen. Sie haben sich ja auch in den letzten Jahren für eine Legalisierung von Cannabis eingesetzt. Wie kam es zu dieser Verwirrung und was genau würden Sie legalisieren wollen, wenn Sie mit einer Regierung sind? Digitaler Parteitag klappt ganz gut, aber natürlich gibt es auch Phasen, da gelingt das nicht so gut. Hier werden dann auch ja viele, viele Anträge, Sie haben ja selber gezählt, über 500 Anträge gestellt. Nicht jedes Detail ist allen, die hier anwesend sind, fachlich präsent. Und wenn sich dann die Fachleute aus technischen Gründen nicht einschalten können, WLAN funktioniert nicht oder man ist kurz abgelenkt, dann kann es schon mal Ergebnisse geben, die Zufallscharakter haben. Das ist der Nachteil eines solchen digitalen Formats und deshalb musste man das nochmal genau schauen, um was es da geht. Richtig ist, wir wollen Cannabis legalisieren, nicht im Sinne eines Rechts auf Rausch, sondern damit über die Abgabe in der Apotheke wir präventiv wirken können, kriminalpräventiv wirken können, einen Schwarzmarkt trockenlegen können. Und deshalb empfehlen sogar Staatsanwälte, Strafrechtler und Kriminalbeamte, diesen Weg in Deutschland zu gehen. Aber das muss sehr verantwortungsvoll gemacht werden. Das für alle Drogen zu machen, das halten wir gegenwärtig nicht für einen Weg, den unser Land ohne Debatte einschlagen sollte. Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Soweit Christian Lindner hier vom Bundesparteitag in Berlin, der komplett digital abläuft.
und damit zurück ins Studio.